Ja, da sind wir wieder bei Rome Total War 2 mit Ägypten. Und mal gucken. Wir wollten gerade die Runde beenden, dann ist mir aber die Zeit abgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Folgen geschafft schon und nicht eine Runde. Das ist doch meine Leistung, das muss man erstmal hinkriegen. Aber jetzt beenden wir dann mal die Runde. Was war das? Egal. Das kann ein wenig dauern mit den Runden, weil es gibt um die 114 oder 18 waren es Fraktionen. Das heißt, jede dieser Fraktionen möchte jetzt erstmal ihre Runde machen. Das kann ein wenig dauern. Und ich muss sagen, ich finde es gut, aber auch schlecht, dass Ägypten schon so groß ist. Einmal, weil ich mich doch gerne eigentlich alleine aufbaue. Zweitens, deswegen ist es schlecht. Warum es gut ist, weil wir schon viel haben. Wir sind natürlich schon eine Kultur, die schon ein wenig Macht hat. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Geld und. Oh, da habe ich jetzt Angst gehabt bei den Libyern, dass sie mich jetzt angreifen. Aber haben sie nicht getan. Und ich denke, wir hätten sie eh abwehren können. Und ich muss. Guck gleich mal was. Wenn sich das nämlich zu leicht herausstellt und man hier auch die Schwierigkeitsgrad wieder verändern kann, dann stelle ich das ein hoch. Glückwunsch, ihr habt euer erstes Gebäude errichtet. Ja, dafür könnt ihr mir applaudieren, später. Wir haben nämlich das Gehöft in Memphis errichtet. Ja, das haben wir schön gemacht. Jetzt können wir natürlich hier unglaublich viel bauen. In Libyen ist meine Bevölkerung ein wenig besorgt, wegen der Umstände, den Erlass, Steuerernte. Genau, gut. Und natürlich unsere Armee, die wir hier ein wenig rekrutiert haben. Hier. Mein Herr, Die wird erstmal nach Petra ich lebe, marschieren. dem Pharao zu dienen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie Habt geguckt, ihr noch weitere was es Befehle? für Söldner gibt. Habe ich noch nie gemacht. Ägyptische Söldnerbogenschützen. Söldner Kamelbogenschützen. Ägyptische Söldner Infanterie. Arabische Söldnerkavallerie. Arabische Speerkämpfer. Söldner-Sperrkämpfer, Entschuldigung. Und Söldner-Kamel-Sperrkämpfer. Die sind natürlich super teuer. Okay, in der Anheuerung sind die nicht teuer, aber im Unterhalt, wie wir sehen, links, 240 und 150, wenn wir unsere angucken, die kosten nochmal 50 im Unterhalt. Ja. Hier können wir natürlich nicht sonderlich viel rekrutieren. Und gucken erstmal, was hier so los ist. Oh. Die Boten der Alatu. Laufen hier rum. Das sind zweimal Heerbannspähträger, ein Juba oder Juba. Das sind Adelsschwertkämpfer. Und Kamelbogenschützen haben die hier. Und in Hegra haben sie auch noch kaum eine Garnison, weil sie hier nur ein Gebäude haben bis jetzt. Das ist gut für uns. Ja, wieso ich nichts baue, das liegt einfach daran, dass ich jetzt noch einen General rekrutieren werde. Mal gucken, was haben wir denn hier? Der hat 10 Moral für die Einheit des Kommandanten und 10% auf die Zahl der Kriegsgefangenen. Ich dachte gerade Kriegselefanten, aber naja. Das ist schon mal gut. 2 plus auf die öffentliche Ordnung durch Charaktere. Das ist schön. Also ist er hier, Argus, schon mal ein guter Kandidat. Nahrung und Wachstum, das interessiert mich nicht. Verstärkungsrate ist auch gut. Und Baukosten für sanitäre Anlagen. Du bist aber ein Staatsmann, dich will ich lieber in der Politik erstmal lassen. Nehmen wir Argus. Zack, den aufstellen. Und, naja. Genau hier können wir uns jetzt aussuchen. Wir könnten eine königliche Laienpanzer-Schwertkämpfer-Einheit nehmen. Klingt natürlich ziemlich cool. Wir könnten die königlichen Peltas nehmen, das klingt weniger cool. Hellenisch-königliche Garde. Das klingt wiederum sehr cool. Dann die ptolemäische Kavallerie. Das klingt auch wieder voll cool. Die galatische königliche Garde ist dann auch wieder so ein Favorit. Aber die afrikanischen Kriegselefanten scheinen mir doch da irgendwo die besten zu sein, weil Kriegselefanten, hallo? Als General, das klingt doch echt schon, das klingt Was schon echt kann ich cool. für Ägypten tun? Den nehmen wir auch. Und wir sehen, wir haben hier eine ganz gute Auswahl an Einheiten, die wir schon holen können.
Wir sehen, die ägyptische Infanterie ist im Nahkampf ziemlich schwach. Die ägyptischen Pikniere eigentlich auch. Die Nubier sind da schon ein wenig härter. Und die Speerkämpfer sind Speerwerfer. Aber die Axtkämpfer, die hauen auch im Nahkampf richtig rein. Sehen wir ja hier. Kosten zwar ein bisschen mehr, aber die lohnen sich dann wahrscheinlich auch ganz gut. Da werden wir erstmal 3 von mitnehmen. Und nächste Runde nehmen wir dann noch 2, 3 Steinschleuderer mit. Und dann haben wir schon mal eine halbwegs akzeptable Armee für diese Runde. Hier hinten werde ich mich nicht bewegen können. Und hier werde ich mich auch nicht bewegen können. Ich erwarte eure Befehle. Dann gucken wir noch mal ins Diplomatie-Menü. Ja, wir haben ja Zypern, ist ja unser Freund. Zypern hat ja sogar noch eine Provinz, das ist sehr schön. Mal gucken, wer ist denn noch unser Freund? Athen ist unser Freund. Sparta ist unser Freund, können wir aber nicht mit handeln. Die sind uns ja nicht so gesonnen. Und alle anderen auch nicht sonderlich. Allerdings Sardes zum Beispiel. Sardes. Willkommen. Ich öffne euch die Türen und können wir handeln? Können wir nicht handeln. Okay. Wen haben wir noch? Die mit denen will ich nicht handeln. Will ich nicht handeln. Was bist du für einer? Hallo? Mit euch will ich auch nicht handeln. Mit euch bin ich im Krieg. Zypern handle ich bereits. Mit denen will ich erst recht nicht handeln. Mit den Seleukiden würde ich gerne handeln, aber die mögen mich nicht. Und Makedonien mag mich auch nicht sonderlich. Welch Wunder. Was ist das denn? Die haben ja ganz schön viele kleine Königreiche. Die gehören ja alle zu denen, okay. Ich meine, Zypern gehört ja zu mir, das heißt, Zypern kämpft meine Kriege. Zypern ist mein. Gegen wen kämpft Zypern eigentlich? Und was ist hier mit Tarsus? Das gehört noch den Seleukiden. Da bin ich gerade mal interessiert dran, gegen wen Zypern denn hier kämpft. Zypern kämpft gegen Kyrenaika. Gegen meine Feinde. Ist ja klar. Er ist unzuverlässig und ein Expansionist. Das ist mir aber egal, weil er ist ja mein Freund. Wenn er Blödsinn macht, dann fahre ich darüber und zerschmetter ihn. Da fällt mir ein, rumfahren und Leute zerschmettern. Wenn wir hier unsere Flotte stärken würden. Das kann ich im Moment natürlich nicht. Dann könnten wir hier Kyrene auch von der See her einnehmen. Allerdings will ich das im Moment aus verschiedenen Gründen nicht. Einmal, weil meine Flotte zu schwach ist, um eine ganze Stadt einzunehmen. Und zweitens, weil ich mir das Geld im Moment sparen möchte, das ich für Flotten ausgeben müsste. So, und die Runde beenden wir wieder. Ich habe mehr geredet, als irgendwas gemacht, aber so ist das nun mal. Karthago macht irgendwas, groß ist die Ikena. Natürlich auch. Ich hoffe, die Griechen löschen sich alle gegenseitig aus und übernehmen dann Makedonien. Am besten Athen oder Sparta. Die sind nämlich meine Freunde. Das Seleukidenreich ist natürlich ein wenig bedrohlich. Von der Größe her. Da muss ich mich übrigens korrigieren. In der ersten Folge sagte ich, dass Pontus ein Nachfolgerkönigreich sei. Es ist natürlich vollkommen falsch. Ich meinte natürlich das Seleukidenreich. Nur mal, um mich selbst zu korrigieren. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Libyen wird bald schon vernichtet sein. Obwohl, gegen Libyen ziehen wir ja gar nicht im Moment. Noch nicht. Aber bald. Erstmal werden wir Nordafrika einen. Und dann ziehen wir... Vielleicht, entweder. Oh. Dieses neue Gebäude zeugt von der Überlegenheit Ägyptens. 2 Elitsviertel, ja, das klingt ja toll. Nahrungsknappheit, okay, das ist nicht so toll. Was haben wir hier? Aufgrund von Bewohnern haben sich diese Elendsviertel. Elendsviertel. Na toll. Und wie kriege ich das wieder weg?
keine Ahnung, warte ich noch ein Edelsviertel in Mias Formos. Hatten wir da nicht ein Gebäude? Ich wollte da ein Gebäude hinbauen, sicherlich. Aber jetzt müssen wir erstmal das Gehöft ausbauen, und zwar auf einen Hof, weil wir dringend die Nahrung brauchen. Und wir werden auch hier hinten die Steuern ausschalten. Wenn das dann reicht. Minus 4, was? Okay. Ich müsste eigentlich Nahrung dazu kriegen. Obwohl, nee. Ist irgendwie gar keinen Sinn. Irgendwelche haben sich den Krieg erklärt, die mich nicht interessieren. Wir haben geweihten Boden gebaut. Hier unten. Das ist sehr schön. Das bringt mir natürlich überhaupt nichts im Moment. Bogenstein des Horus pro Runde, öffentliche Ordnung, das ist gut. Einfachaktion durch Agenten, ansonsten ist mir das relativ humpe. Öffentliche Ordnung, Wohlstand durch alle Gebäude. Mob. Ja, auch hier ein. Achso, es hat geleckt, deswegen. Auch hier kriegen wir aber auch einen Mob. Zwei Nahrung und Wohlstand durch landwirtschaftliche Gebäude. Zwei öffentliche Runde. Öffentliche Ordnung pro Runde. 100 Wohlstand und eine neue Erfahrung für Spione. Mhm. 4 öffentliche Ordnung, Einheitenverstärkung, und Forschungsrate, dann nehmen wir den Imhotep, obwohl, nee, ich nehme gar nichts. Ich möchte hier oben erst die Armee noch ein wenig weiter ausbauen. Und zwar möchte ich hier oben zwei Kavallerieeinheiten noch haben. Dann wäre ich erst zufrieden. Und ich nehme hier noch eine Schwerkämpfereinheit mit. Eine nubische kann es leider nicht sein, deswegen ist es eine ägyptische Pikniereinheit. Aber man kann es nicht ändern. Ja, da in Libyen ist natürlich die Bevölkerung zurzeit unzufrieden. Hier haben wir ja gesehen, haben wir kaum Gegner, obwohl jetzt haben sie sich ein wenig vergrößert. Aber wir werden ihnen trotzdem den Krieg erklären und darunter marschieren. Den Nabatäern. Nabatäer. Die haben nämlich keinerlei Verbündete. Sprecht mal. Entlastet euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu einer Übereinkunft kommen. Ja, wollen sie nicht, schade. Was ist denn das? Das würde ich natürlich mögen, aber geht nicht, deswegen. Yes. Nee, das will ich aber nicht für Krieg erklären. Das dann. Ja, Zypern muss ja mitgehen. So, mein Freund. Was kann ich für Ägypten tun? Und meine ägyptische Armee steht auch schon bereit, hier einzumarschieren. Und natürlich sind wir total unterlegen. Sagt mir der hier. Dabei sind das hier nur ein paar Plänkler und Speerkämpfer. Ansonsten, die Kavallerie ist eigentlich das Bedrohlichste. Aber ansonsten hat er da nichts. Er ist auch nicht so überlegen, was man technisch angeht. Aber wir belagern ihn, die Siedlung wird belagert. Weil ich nicht in der Stadt kämpfen möchte. So. Dann hier oben, die Armee wird weiter ausgebildet. Dann können wir mit der nämlich nach hier unten marschieren. Jetzt müssen wir die Runde erstmal beenden. Ich forsche keine Technologien. Das ist übrigens auch ein sehr nettes Feature, dass man immer Bescheid gesagt kriegt, dass man irgendwas nicht macht. Ja, und wir werden erstmal die beiden Grundtechnologien erforschen, damit wir dann alles andere erforschen können, wann immer wir wollen. Gut. Ja, man kriegt immer irgendwas, man kriegt immer Bescheid gesagt, wenn irgendwas los ist, bevor man die Runde beendet. Das ist sehr praktisch, so vergisst man keine Technologien. Oder Level-Ups von Generälen oder Armeen. Das ist nämlich auch so ein Ding, dass Armeen, egal ob der General stirbt oder nicht, ihre Fähigkeiten beibehalten. Ihre Militärtraditionen. Der General verendet natürlich früher oder später mal und verliert damit all seine Fähigkeiten. Aber die Armee, die behält das
Das heißt, man sollte das auch sorgfältig auswählen, da man ja nur begrenzte Anzahl an Armeen hat. Man hat ja anfangs nur 3 Armeen, soweit ich das weiß. Kommt natürlich aufs Volk an, glaube ich. Und ansonsten, das steigert sich natürlich mit der Zeit, umso mächtiger man wird. Aber, ja. Das ist schon echt knapp. Der Sturm hat lange genug gewütet. Nun könnte der sanfte Regen des Friedens einsetzen, wenn ihr denn zustimmt. Würden sie machen? Das heißt, wenn ich mit dem Frieden machen würde, würden die zu meinem kleinen Königreich werden. Das mache ich. Euer Angebot ist gerecht, doch glaube ich, dass ihr den Beruf verfehlt habt. Ihr solltet gebrauchte Kamele verkaufen, mein Freund. Oder Sklaven, in dem Sinne. Denn zu nichts anderem habe ich euch gerade gemacht. Ich meine ja nur. Aber das nehme ich an, weil wenn die sich mal gegen mich stellen sollten, sind die so schwach, dass ich sie dann auch annektieren kann, ganz leicht. Ich hoffe natürlich, dass mein Verbündeter keinen Stress kriegt mit irgendjemandem, weil ich nicht möchte, dass der geschwächt wird oder vernichtet wird. Ich will nämlich all sein Geld haben. Nach einem neuen Abkommen wurde eine Handelsroute zwischen euch und eurem neuen Handelspartner eröffnet. Passt gut darauf auf, denn eure Feinde werden versuchen, sie zu überfallen, was die Wirtschaft ruinieren könnte. Ja, wir haben einen Frieden verhandelt. Achso, die haben auch Frieden verhandelt, ist ja klar. Nahrungsknappheit herrscht leider immer noch. Wir haben den Schiffsbau abgeschlossen. Wir haben Frieden verhandelt. Wir haben einen Quartiermeisterbericht. Unsere 3 Einheiten hier vorne wurden ausgebildet. Dann haben wir einen Verschleißbericht. Ein Agent wurde entdeckt. Den einzigen Agenten, den wir haben, ist hier. Das interessiert mich das nicht. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Diese Armee kann dann ja mal nach... Ach, sieh mal an, der hatte sogar 2 Provinzen. Das heißt, warte mal, gehören die jetzt zu mir? Also, die werden aber nicht angezeigt als meine Provinzen, leider. Nun, dann kann ich alles haben. Hier unten ist noch eine. Hier ist unten sind noch Städte. Ob ich mich jetzt hierhin ausbreiten werde, ist ungewiss. Ich denke, ich werde die Einheit erstmal nach Jerusalem schicken, um dort aufzupassen, dass da nichts passiert. Das kannst du nicht machen, okay. Währenddessen muss ich mich jetzt langsam um Nahrung kümmern, weil das doch echt knapp wird. Diesen Hafen wollte ich zu einem Fischereihafen ausbauen, da kriegen wir auch nochmal 6 Nahrung durch. Und dann haben wir das auch geklärt. Diese Armee ist bald bereit, in den Kampf zu ziehen. Cursus Honorum sind die Ämter und Kommissionen, die einem General in eurer Fraktion zugeteilt werden können, wenn sie ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten Rang erreicht haben. Der Cursus Honorum ist mit Machtkosten verbunden, kann also dazu genutzt werden, nützliche, aber potenziell gefährliche Persönlichkeiten zu beschwichtigen. Genau. Ptolemy Philadelphus ist ja auch hier einer unserer Generäle. Und ansonsten sind wir hier die mächtigste Familie im Reich. Das wollte ich zwar gar nicht öffnen, aber jetzt sehen wir ja hier schon mal unsere Fraktion. Ah, er ist ja auch der König, ist ja klar, er ist ja von den Ptolemy-Typen. Die haben ja hier damals geherrscht und ich hasse diesen Namen jetzt schon. Ptolemäisches Königreich Ägypten. Ja. Eine Nahrungsmittelknappheit, das ist nicht so schön. Das ist, warum ist das grün unter grün, das ist doch schlecht. Aber egal. Ich könnte ja natürlich eine sichere Beförderung durchführen. Ist einfach so diesen nächste Stufe Agronomus. Okay. Ja, das mache ich glaube ich mal. So. Der wurde
Wahrscheinlich jetzt befördert, nehme ich mal an. Ja, was auch immer. Ich bin ein wenig verwirrt. Wie man vielleicht merkt, ich bin ein wenig überfordert auch. Aber haben wir hier so komische Elendsviertel? Ich kann die denn weg? Minus 6 Nahrung. Der Untergang eines jeden Imperiums beginnt hier. Plus 1 Wachstum. Aber mit minus 6 Nahrung. Das ist ganz schön viel. Hier haben wir Olivenöl. Aber das war's auch schon wieder für diese Folge. Und ich bedanke mich mal wieder dafür, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Rome Total War 2 mit Ägypten.